Mehr davon. Mach bitte noch so ein Part. Cooles Format. Kannst du ruhig öfters machen. Ja, ja, ja. Ihr wollt es, ihr kriegt es. Fragen aus dem Schatten. Was ist eigentlich das stärkste Deck auf Erden? Was das stärkste Deck aller Zeiten ist, ist schwer zu sagen. Aufgrund der Verbotslisten und alles kann man nur darüber diskutieren, was das stärkste Deck sein könnte. Jedoch, was das allerstärkste Monster ist, das steht ganz klar fest. Und zwar, es ist Black Luster. So, damit ihr mir auch glaubt, hier die Combo. So kommt man ganz einfach auf unendlich ATK. Raste mal komplett aus. Nö. Hast du bald mal ein Postfach? Ja, es ist endlich soweit. Ich habe eine eigene Adresse und zwar diese hier. Hier könnt ihr Fanpost hinschicken. Ich freue mich über jede Einsendung und ich werde sie im Stream öffnen. Was ist dein Lieblingsdeck? Bei mir Blue Eyes. Blue Eyes? Was glaubst du, was du bist? Blue Eyes ist Meta 3000 oder so. Was denkst du denn, was Blue Eyes ist? Hä? Ein tolles Deck oder was? Blue Eyes. Wie alt bist du und kannst du mal ein Deckprofil zu Zodiac machen? Also zunächst, ich bin 24 und eine Zodiac. Nein. Kann Infernoid im aktuellen Meta noch mithalten oder ist es bereits tot? Nein, auf keinen Fall. Das Deck hat auf einer Mega Regional den dritten Platz erreicht und sogar eine Giant Card gewonnen. Hier eine kurze Liste. Hast du schon mal versucht, ein Deck um genau eine Karte zu bauen, obwohl du wusstest, dass es nicht besonders gut werden kann? Okay, okay. Ich höre auf, Blue Eyes weiter so zu mobben. Blue Eyes! Wie bist du auf den Namen Schattenspieler gekommen? Diese Frage habe ich schon öfters bekommen. Ich wollte zum einen etwas nehmen, was relativ leicht auszusprechen ist und zum anderen, was sehr prägnant ist. Da ich irgendwie was mit Yu-Gi-Oh! Zu tun haben wollte, habe ich gedacht, ich will irgendwie Player mich nennen, also irgendwie so Player. Doch da ich ein deutscher Kanal bin, habe ich gleich gesagt, ich möchte Richtung Deutsch gehen, also habe ich statt Player Spieler genommen. Und da irgendwie Spieler oder Let's Player oder sowas irgendwie richtig blöd war, habe ich mir gedacht, ich muss irgendwie noch was Passendes finden und so kam ich dann auf Schattenspieler. Für mich bedeutet Schattenspieler jedoch nicht nur die Figur, also die Schattenspieler aus dem Anime, sondern damit meine ich auch eher, dass ich selber ein Spieler bin wie jeder andere, also mich im Schatten verberge, beziehungsweise so bin wie jeder, also die graue Masse. Und deswegen, ja, hat Schattenspieler halt so eine Doppelbedeutung. Zum einen halt zum Anime, die Schattenspieler wie in der Serie und zum anderen ein Schattenspieler sein, also eine Person wie jede andere und halt eine Person, die Yu-Gi-Oh! Spielt. Hast du Merch? Jupp! Habe ich, und zwar Playmats. Ihr könnt sie mit Felder und ohne Felder holen und, wenn ihr wollt, sogar unterschrieben. Ihr könnt sie auf TCG Market kaufen, Link unten in der Videobeschreibung. Das war eine weitere Folge Fragen aus dem Schatten. Schreibt mir kräftig Fragen unten rein für die nächste Folge. Also, bis dann!